Hallo Welt, da sind wir wieder. Natürlich immer noch in der verregneten Dunkelwasserbaustelle. Ein bisschen was wollen wir hier noch tun? Ja? Aber so langsam haben wir auch genug von Regen, oder? Ja. Ein bisschen Sonne wäre mal schön. Kennst du die Farm, die von Grünen bestellt wird? Wir haben ja die Wetterwechselgeschosse. Das Zeug ist besser als Coca-Cola. Probier's mal. Aber alleine schon die Gegend mit der Meierlörkönigin hier unten, das können wir doch besser. Da gibt's auch schönere Gegenden hier. Ich denke immer noch an Somerville Place. Mit der Ernte läuft es ziemlich gut. In Somerville Place, richtig die Ernte. In Somerville Place sollten wir uns aber auch mal blicken lassen, habe ich schon öfter gesagt. Und es zieht mich schon dahin. Oh, einige Versorger stecken im Sumpf. Getränkeautomaten zu arbeiten. Der Getränkeautomat, wie sieht es denn hier aus bei euch überall? Ich meine, die ganzen... Muss arbeiten. Die ganzen keine Geschäfte. Geschäfte haben wir aufgebaut. Ah, die Türen fehlen. Oh. Ich habe immer nicht, so einen Hunger. Ihr habt alle so einen Hunger. Und ich sehe gerade der Getränkeautomat. Der ist noch gar nicht so verbunden, oder? Wie das Herz der läuft. Aber gekühlt sind die Getränke mit Sicherheit nicht, die da rauskommen. So, Baumenü, wie sieht's hier aus? Ich sehe, es sind Händler hier angekommen. Sehe ich da richtig? Ist das Gammelkarla hier vorne? Ja, es sieht danach aus. Gut, der Schutz fehlt. Wir dürfen also etwas Schutz aufbauen. Ansonsten steigt die Moral, das ist doch schon mal gut. Wasser haben wir und Essen haben wir nicht. Okay, wir dürfen also uns so ein bisschen um die Feldarbeit kümmern in dieser Folge. Aber zuerst das Erste. Haben wir denn Wasser hier drin? Kein Wasser? Kein Wasser. Und auch keine Kronkorken. Aber hier haben wir Wasser. Und hier haben wir Gammelkarla. Carla. Guten Tag. Brauchst du noch was? Der Weg von hier aus ist ziemlich weit. Und ich hoffe, wir haben uns umgezogen. Klar, ich schaue es mir an. Ich verkaufe immer gern. Nein, haben wir nicht. Okay, darf ich hier jetzt etwas mehr einkaufen? Werden wir uns vorher umziehen? Warum haben wir uns nicht umgezogen? Ich habe doch ganz schnell die Taste zum Umziehen gedrückt. Eigentlich sollte doch hier der adrette Gentleman, genau, geherzt sein. Das war die falsche Taste mit Sicherheit. Was haben wir denn da für eine Taste? Moment. So, nochmal. Taste gedrückt. Nein! Ah, geht nicht. Okay. Ich gebe zu, es ist zu lange her. Hat er sich nicht gemerkt, wann. Moment. Favoriten, natürlich. Na, sind wir noch in Fallout 3? Da hat das ja ganz gut geklappt. Moment. Favoriten, oder? Nein. Ja doch, hier. Auf 0 habe ich doch gedrückt gerade. Ah, auf Minus. Oh mein Gott. Hoffentlich sieht das keiner. Da, jetzt hat's geklappt. Carla, du schon wieder. Willst du handeln? Was für ein Gemetzel. Okay, wir handeln. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Ich habe von allem etwas. Und ich kaufe von allem etwas vielleicht. Hat sie die Leuchtpistole? Nein, die Leuchtpistole. Ja, liebe Welt da draußen. David Nitka, du hast vorgeschlagen, angeboten, eine Modifikation zu basteln, die wir dann nutzen könnten, um die Leuchtpistole wiederzubekommen. Nachdem wir sie haben, sollten wir dann die Modifikation wieder ausschalten, aber dann hätten wir die Leuchtpistole wieder. Vielen, vielen Dank an der Stelle, David. Eine gute Idee auf jeden Fall, aber ich scheue mich ja noch etwas vor den Modifikationen hier. Ich möchte erst einmal so durchlaufen, habe ich ja schon öfter gesagt. Das weißt du auch, hast du ja auch geschrieben. Und wir haben, habe ich mich aber mal erinnert, wir haben mal zu Weihnachten durchaus auch hierfür eine Modifikation mal benutzt. Irgendwas Krampus oder so. Aber dann auch nur für Weihnachten.
Und das ist schon super lange her. Oh, hoffentlich reichen unsere Kronkorken dafür. Also mit Sicherheit eine gute Idee mit der Mod, mit der Modifikation, das zu machen. Nur so wichtig ist die Leuchtpistole jetzt auch nicht. Ich hätte da ganz gerne so ein paar Sachen schon ausprobiert. Zum Beispiel, ob man damit auch Wetterwechselgeschosse abschießen kann. Ich glaube aber nicht, das hätte ich mit Sicherheit schon irgendwo mitbekommen. Das hätte man mit Sicherheit dann gelesen schon. So, du bekommst auch etwas zurück und wir holen uns unsere Kronkorken zurück. Moment, Moment, Moment. So könnte das doch passen, oder? So viel Wasser. Ja, ich habe gerade gesehen, wir bekommen 16 Kronkorken pro Einheit Wasser. Also passt das Ganze. So. Perfekt. Ja, besser kann man es doch nicht haben. Und es ist aber noch irgendein Händler hier, oder? Ja, Cricket ist hier. Auch Cricket wollen wir leer kaufen. Ist hier nur Farmer? Nur Farmer. Scheiße. Die wollen nur Infopistolen und Blick dem Brahmin nicht ins Auge. Wo sind die Verrückten, die sich nach Mini-Atombomben sehen? Ich weiß es nicht. Hast du was? Hey, Cricket. So viele Waffen und so wenig Zeit. Du musst sie einfach kaufen. Also in dem Licht und mit dem Hals sieht sie schon ein bisschen ghoulisch aus. Dann lass sehr mal sehen, dünn. Was du so hast. Schön. Lass uns Scheiße bauen. Ja, wir müssen Cricket unbedingt mal was zu essen geben. Das geht ja nicht. Wow, wollen wir auch hier die gute Kampfrüstung kaufen für unsere Siedler? Blei verkleidet und Polymer verbessert. Also besser, günstiger kriegen wir das nicht. Verstärkt und Polymer verkleidet. Ja, ich glaube, diese Polymer-Sachen, die sind immer recht teuer in der Herstellung. Da braucht man, wenn ich mich nicht täusche, dann eben ballistische Faser für... Ach, und Brennstoff sollten wir immer kaufen, genau. Brennstoff, damit wir dann später Jet Boost draus machen können. Also erstmal Jet herstellen, Plastik sollten wir auch kaufen. Und dann stellen wir ja ganz gerne zum Verkaufen Jet Boost her. Das ist leicht, günstig in der Herstellung. Und mal sehen. Da bekommt sie ein paar Kronkorken. Ein paar Wasser für ihre Kronkorken. So rum. Ach komm, wir geben ein bisschen Trinkgeld. 2 Kronkorken, Trinkgeld, ein bisschen Tipp. Und dann reicht's dann auch. Hey, zumindest ist das ehrliche Arbeit. Ehrliche Arbeit, genau. Zu viele Meilen auf der Straße. Wenigstens ist die Bezahlung schrecklich. Schreckliche Bezahlung, aber dafür könnt ihr malochen die ganze Zeit. Gut, dann füllen wir uns hier noch ein paar Flaschen ab. Eine Flasche war dabei. Gammel Carla, du hattest nur eine leere Flasche dabei. Ja, und den Rest, den packen wir dann hier rein an Schrott. Damit wir nicht arg so überladen sind. Ja, okay, die Kampfrüstungsteile schmeißen wir auch erstmal hier rein. Warum sind wir denn immer noch so krass überladen? Adektol, wir schmeißen erstmal alles hier rein. Was? Alles, was wir nicht brauchen? Ja, sogar die Camps wiegen hier was. Die gebackene Bräfliege, okay, geröstetes... das ist ja alles schon zubereitet, das behalten wir mal. Das geröstete Majolok-Fleisch. Ach, das Majolok-Königin-Steak. Ja, das wiegt was. Ja, aber wenn wir jetzt alles hier reinschmeißen, dann haben wir ja gleich nichts mehr im Inventar hier. Wow, das... Irgendwas stimmt doch hier nicht. Was ist denn so schwer bei uns? Die Munition wiegt... Ah, natürlich. So viel Munition brauchen wir natürlich nicht. Warum haben wir so viel Munition? Brennstoff da rein.
Kaliber 50 haben wir schon lange nicht mehr. Ach, die ganzen Raketen, wo auch immer wir sie herhaben. Da war doch ein Wachbau, den wir letztens auseinandergenommen haben. Ich schätze, da kommt das her. Schrotpatronen, ja, ich bin jetzt so ein bisschen gedanklich in Fallout 3 noch. Das haben wir im Livestream gemacht über Ostern. Und der Livestream, ja, ich wollte schon die Tage weitermachen damit, hatte aber noch ein bisschen was zu tun, hatte keine Zeit dann. Vielleicht heute Abend, versprechen kann ich es aber nicht. Jetzt sind wir erstmal mit Fallout 4 hier für die nächste Woche ein bisschen beschäftigt noch. Damit wir also die Folgen für die nächste Woche haben, wollte ich heute ein bisschen was aufnehmen. Erholt. Eigentlich gestern schon, aber gestern war die Stimmung absolut nicht zum Aufnehmen geeignet. Und normalerweise nehme ich ja nur in Top, wenn ich top gestimmt bin, auf. Ja, ich weiß. Und heute musste ich mich auch so ein bisschen dazu überreden, aber es geht. Ich denke, der Spaß kommt, während man Spaß hat. Was hättet ihr hier denn gerne? Ich hätte gerne, ja, zum Beispiel Klingenkorn, Mais hätte ich ganz gerne, ist ein bisschen übersichtlicher. Und dann diese Bäumchen, ach, eigentlich hätte ich alles ganz gerne, aber was würde an dieser Stelle denn am besten kommen? Mal sehen. Also, man kommt als Besucher hier rein, geht an den Wachen vorbei und denkt sich, oh, wie schön, hier ist ja ein Garten. Naja, dann kämen Karotten eigentlich ganz gut, damit das auch übersichtlich bleibt. Vielleicht schmeißen wir hinten an die Wand so ein bisschen was Großes. Ja, so ein Klingenkornbusch. Das ist kein Busch, das ist einfach nur Klingenkorn. Korn ist es. Ja, und auch hier natürlich möchte ich schon ganz gerne auch... Hier vorne wächst auch noch Farn oder sowas. Vielleicht ganz gerne hier den Glitch benutzen, den Betonpfeiler-Glitch, damit das Klingenkorn nicht so in der Luft schwebt. Oh, das sah aber doch gerade, das sieht doch gut aus hier. Das machen wir mal so. Und ja, die Bäumchen, kann man sowas hier hinpacken. Aber ich denke, das geht, hier schwebt schon nichts in der Luft. Und wenn wir das so ein bisschen kaschieren hier mit dem Baum da drin, wenn er irgendwo hinpasst, da passt er doch. Super. Eine Raut reicht, das ist auch nur zum Zugucken, das ist auch nur so zum fürs Auge so ein bisschen. Das richtige Feld für die Ernährung, das kommt draußen hin, außerhalb des Ganzen. Dann haben wir doch noch irgendwo was Überdachtes, da kann ja auch noch was rein. Oh, oh, da war es doch. So, schön gemischt. Na, kriegen wir noch einen daneben. Nein. Hier runter. Ach, komm schon. Irgendwo muss doch noch einer hinpassen hier. Dann eben auf diese Seite. Oh, auch nicht. Oh, doch. So. Melonen. Damit wäre das Ding schon voll hier. Und Mais. Vor allem Mais ist immer gut. Sieht gut aus und... Schmeckt gut, man kann Popcorn draus machen und Maisbrot. Lecker auf Pizza. Mais. Ja, Mais kommt ganz gut, aber passt hier nicht mehr hin. Schade. Das andere Maispflänzchen passt auch nicht. Ach, ich sehe hier noch so viel Platz. Naja, Mais werden wir überdacht anbauen. Wie sieht's aus mit den Karotten? Na, ich bin sicher, so eine kleine Karotte passt hier irgendwo noch zwischen, oder? Nein. Komm schon, eine Karotte hätte ich ganz gerne hier noch. da war was. Halt. Ja. So, perfekt. Ein wunderschöner Garten und die Besucher sehen, was es hier alles gibt. Hier haben Mais. Ach Quatsch. Flaschenkürbis. Naja, das ist ja Flaschenkürbis. Kann man Flaschenkürbisse nach wie vor? Also ich glaube, die kann man gar nicht essen. Die sind nur zur Zierde. Die essbaren Kürbisse sind andere Kürbisse, meine ich. Nee, hier passt absolut nichts mehr hin. Das ist voll. Naja, halb darunter würde ich es auch noch packen. Na, das war's. Okay, wir gehen lieber erstmal schlafen, bevor irgendetwas Schlimmes passiert. Na, hier kann man doch auch noch was anpflanzen. Egal. Hast du gut geschlafen, Schatz? Gut geschlafen, Schatz. Ja, natürlich.
Und hier. Naja, Klingenkorn würde ja auch ganz gut kommen. Aber nicht, wenn es so in der Luft schwebt. Also die Flaschenkürbisse, ja, da könnte man ja hier vorne direkt einen so. Der ist so ein bisschen rausgewuchert. Sehr schön. Dann haben wir den auch schon mal hier hingepflanzt. Und jetzt Klingenkorn. Das ist schön, dass das hier so hinpasst. Das Große wahrscheinlich nicht. Nein, überhaupt nicht. Aber das Kleine. Ja. Na, komm schon. Ein bisschen Klingenkorn hier in die Ecke. Wird wohl nichts mehr gehen. Da wächst ja schon Farn. Ja, man kann keine Blumen anpflanzen. So für Bienen und so. Kann ja auch vielleicht mal was für einen Garten. So ein paar schöne Blumen. Die können bestimmt was. Na komm, wir machen hier so ein kleines Feld. Die schön nebeneinander gesetzt. Geht nicht mehr. Viel Platz brauchen die. Karotten. Ja, drei Karotten. Okay, das reicht. Zum Gucken reicht das auch hier. Aber Mais, jetzt komm schon endlich. Wir hätten Mais zuerst pflanzen sollen hier. Nee, da tut sich gar nichts. Kein Mais hier für euch an der Ecke. Kein Eckenmais hier. Hier auch nicht. Ah, ich sehe genug Platz hier. Da wäre noch genug Platz. Egal, kein Mais. Okay. Nein. Nur nicht die Siedler abschlachten hier, obwohl sie es manchmal verdient hätten. Guten Morgen, Schatz. Guten Morgen, Schatz. Na, lassen wir das so? Ich glaube, wir lassen. Oh mein Ein Gott. Einfaches Leben ist das. Ihr seid alle so voll. Hoffentlich bist du nicht einer, der das ausspielen hier wollen. Im Chor, sehr gut. Und hier packen wir jetzt aber Mais rein. Dann habe ich, wo ich das gerade sehe, die Plünderstation, dann habe ich in den Kommentaren gelesen, wozu so eine Plünderstation eigentlich gut ist. Ja, wir haben ja Covenant extra nicht verbunden mit den anderen Siedlungen und da beobachten wir eben so eine Plünderstation, um herauszufinden, was die kann. Es wurde im Internet ja boshafterweise mal behauptet, dass die, was heißt boshafterweise, naja, fälschlicherweise wurde behauptet, dass die Plünderstationen am Tag 3 Holz und 3 Stahl kosten. Ich glaube, auf der Seite von giga.de steht das immer noch. Dem ist aber nicht so. Wir haben das ausprobiert und die guten Sachen, die Plünderstationen bringen vor allem was. Sie kosten nichts. Naja gut, in der Herstellung kosten sie einmal was. Und man muss einen Siedler jeweils zuweisen. Es ist nicht so, dass ein Siedler sich gleich um 3 Plünderstationen kümmert. Das geht leider dann nicht. Auch da vielen Dank für die Frage nochmal. Zum Thema Plünderstationen. Der passt doch wunderbar in die Ecke hier. So, immer schön abwechseln. Damit es auch ein bisschen strubbelig aussieht hier. Und in die Mitte. Hier passt nichts mehr. Doch, hier passt noch einer hin. Sehr gut. Und ich habe auch schon ein paar Siedler gesehen, die sich unbedingt hier um Pflanzen kümmern wollen. Die sind nämlich schon richtig gekleidet. Und in die Mitte packen wir hier... Oh, jetzt sehe ich gerade, wir hätten Tatos hier anpflanzen sollen. Mais ist zwar ganz gut, aber wir brauchen vor allem immer eines. Wir brauchen Tatos. Und hier in die Mitte dachte ich, wenn es noch geht... Nee, geht nicht mehr. Packen wir so ein paar Karotten rein. Na egal, suchen wir uns schon mal eine Siedlerin, die sich darum kümmert. Ja, ich meine, es war eine Dame, die schon richtig gekleidet war. Du hier zum Beispiel bist perfekt geeignet, um den Gartendienst anzutreten. Feldarbeit. Okay, hat sich so angehört, als hätte sie sich gefreut. Und sie kann es kaum erwarten, da rennt sie schon los. Du hier? Och, was, ein Ghoul? Da bin ich mir aber nicht sicher, ob du auf dem Feld richtig aufgehoben bist. Curry.
Das war nicht gut. Da kümmert sich die andere schon. Ja, und ich habe wieder den Eindruck, wo ich das so sehe, dass sich die Leute die Pflanzen so aussuchen. Ja, eine Pflanze hier an der Ecke und die andere da ganz hinten, damit sie ja weit laufen muss. Komm, du bekommst doch einen anderen Busch zugewiesen. Also, das ist alles hier. Und das ist auch alles hier. Ist alles zugewiesen. Ja, wie auch immer. Ich darf die Folge gleich noch kodieren und dann gibt's diese Folge jetzt etwas früher heute, weil es gestern Abend keine gab. Wie gesagt, ich war gestern nicht so ganz in Aufnahmestimmung. Und wir gehen jetzt schlafen, machen dann Schluss und heute Abend hoffentlich schaffe ich das auch noch, die zu kodieren für heute Abend. Und dann die weiteren Folgen für die nächsten Tage zu produzieren und dann sollte es normal weitergehen. Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein weiterer Tag an deiner Seite.